Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Oh yeah, meine lieben Freunde, ich habe lange nicht mehr aufgenommen, kann ich euch sagen. Das ist mindestens ein Monat her, also ich habe ja extrem viel vorproduziert, deswegen habt ihr überhaupt gar nichts davon gemerkt, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Und wir starten jetzt durch mit Episode 4, Hinter jeder Ecke. Ich bin richtig gespannt, was auf uns zukommt. Ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel einen Monat nicht angreifen konnte. Eigentlich verdiene ich dafür einen Preis, weil das Spiel verdammt spannend ist und ich das tatsächlich einen Monat nicht angefasst habe. Weiß ich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Also ganz ehrlich, das geht ja mal gar nicht her. Oh ja, das kann ich gebrauchen nach einem Monat. Now, what the fuck's the problem? No! Just get in. Figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit! She's stealing the RV! I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow, y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah, you need to know if they're okay, and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Wow, da kommt einiges auf uns zu. Oh Mann, meine Güte, ist das spannend hier geendet. Meine Güte, wie konnte ich da bitte nicht weitermachen? Ja, war viel Stress, ne, und so. In Zusammenarbeit mit Skypont Entertainment. The Walking Dead. Ich freue mich ja auch schon, wenn die Serie weitergeht. Die geht am Oktober, 31. Oktober, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Oktober soll es angeblich weitergehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch das Release für Deutschland ist, aber zumindest für die Amerikaner geht es da ab da weiter. Ich weiß nicht, wann es ins Deutsche übersetzt wird. Episode 4, Hinter jeder Ecke. Can't I just hold it? Nicht jetzt, Clementine, dann vielleicht später. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... I already told you no. Don't ask me again, okay? What's the harm in letting her have it? It doesn't even work. You take care of yours, let me take care of mine. Sorry I spoke. Ja, wir können ihr das nicht geben, ne? Ist ja logisch. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny, how much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? It sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work.
Hmm. Who the hell is this? Hello? Hello? I said, answer me! What was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Ach du heißt. Everybody, run! Ja, du bist sehr intelligent, Alter. Kitty! Little too close, don't you think? Ben! No! Ben, help her! Alter, was ein Arschloch! Oh Gott! Fuck, rennen! With you. Move your asses! River Street's right up ahead! That's not all. Oh, give me a fucking break! Wait, where the hell's Chuck? Shit, he's in trouble. We gotta help him. There's no time! We gotta go! Now! I'll be fine! Just go! Na, ob der wirklich klarkommt. I'll get the door. You okay? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it! We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Lady, I ain't the one who's bleeding. Quit it, the pair of you. Gonna bring more of them down on us. I'll see if I can find a way in. Alter Schwede, also eins, ich muss mal hier zur Situation was sagen, ne? Also erstens mal geht mir hier der Typ hier übelst am Sack, also nicht der Kenny, wo ist denn der Spasti überhaupt? Kann ich hier die Schaufel nehmen? Tatsächlich. The shovel is never not useful. Ja klar, absolut, mitnehmen. Das geht ja mal gar nicht, die Tusse geht mir hier übelst am Arsch, die ist komplett neu in der Gruppe und schwingt die ganze Zeit große Reden. Ah, Mann, wie mich solche Leute aufregen. Aber ich könnte hier einiges machen. Aber ich rede erstmal mit der Clementine. Das war ja ziemlich knapp gerade. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Ja, versuch einfach ruhig zu bleiben. Even if they saw us, they can't get in here. We did. Why can't they? We're a lot smarter than they are. They're just like dumb animals. They can't open doors. He used to have a pet hamster. One night, he figured out how to open the door to his cage. And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies. I don't think this is quite the same, Clem. Yeah, right. This time we're the cookies. Just stay away from the gate. And we'll see about getting us inside the house. Yep. Okay. Die sind mir erstmal scheißegal. Ich möchte hier erstmal ausgraben. Don't
think I want to start digging up God knows what until we find a way into that house first. Ja, aber vielleicht ist da was Wichtiges drin. Ich meine, sieht eher nach einem Grab auch schon klar, aber wer weiß. Wer weiß, weil das sieht frisch aus. Das sieht frisch aus. Weil Erde fällt ja, wenn man... Oder sieht das frisch aus? Warte, lass mich noch... Ja, das sieht frisch aus. Weil, ja, das sieht sehr frisch aus. Vielleicht höchstens vor ein paar Tagen oder sowas. Weil, wenn Erde länger... Ja, wenn frisch... Also, wenn nicht frisch gegraben wurde, dann ist die Erde flach einfach. Weil die irgendwann ineinander geht einfach, weil die zusammenfällt. Und das ist hier nicht der Fall, das ist frisch. So, mal schauen. Okay. Aha. Okay, das geht auch nicht. Gut, dann müssen wir was finden. Was haben wir denn hier? Naja, glaube ich dir. Gut, dann quatsch mal doch mit denen. How's he looking? I'm all right. You're not all right. You've reopened your wound, you're losing blood, and God only knows what might have gotten in there. It could be infected, it could be... No offense, but you really need to work on your bedside manner. She's just worried about you, man. Don't worry. We're gonna get you fixed up in no time. Just as soon as we're inside, okay? Okay. Thanks, man. Please go and help Kenny. We need to get him inside now. I'm on it. Just sit tight. Hey, I'm not going anywhere. Ja. Aha, da ist was. Was ist da? Ach, der Ben, den habe ich gar nicht gesehen. Ich könnte ihn eine knallen. About what happened back there on the street? I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. So ein Arschloch. Er hat ja auch, ihr wisst ja, ich mag ihn einfach nicht. Think we can get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah, looks pretty solid. How do you think Kenny's holding up? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck, at least not with me. Ja, mit dir will keiner reden. I'm gonna go check things out. All right. Trotzdem, wenn Clementine, wenn ihn gestorben wäre, was dann? Weißt du, also es ist nicht so geil. So, Moment mal, was sagt er eigentlich dazu? Looks like something was buried here. Ja, sag ich doch, vor kurzem erst. Just a doghouse. Sonst ist hier nix, oder was? Wie kommt man in das Haus, Freunde? Hier zum Beispiel. Gucke mal. Hä? No way we're gonna force that open. Not without making a lot of noise at least. Ja, und jetzt? How's it coming? Find a way in yet? Door's locked up tight. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seeing it. Hey, how you holding up, man? Lee, I appreciate the interest, but I don't think talking about my feelings right now is gonna help us get inside this house. Das stimmt. You think maybe someone's still inside? Nah, we'd have heard from him by now, all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hole up. We could just figure out how to get in. Maybe you should have a look around. See what you can find. Alter! Wir spielen erst so kurz und ich weiß schon jetzt nicht, wie ich da reinkommen sollte. Nee, das nicht. Ist die Clementine nicht klein genug, um da unten durchzugehen? Nee, oder? Ich kann ja mal... Yeah, not much longer now. I hope so. It's getting cold out here.
Keine Ahnung, Freunde. Also quatschen mit denen bringt's schon mal gar nicht. Mann, mach's doch einfach. So ein Spasti.